Glück auf, Soldaten, Söldner und Soldatinnen und Söldnerinnen und so weiter. Und so weit und so weit und so und so und. Franz Kraus. Ich denke mal, das ist unser Zielobjekt. Und starten wir alles mal. Volkov ist der Anführer der russischen Mafia, die sich nach dem Bau der Mauer in Ost-Berlin breit gemacht hat. Der Kerl hat Beziehungen zu Kartellen in ganz Europa und Amerika. Ihn zu neutralisieren schadet nicht nur Perseus, sondern dem Syndikat weltweit. Er ist ein großer Fisch. Und hier ist unser kleiner Fisch. Franz Kraus. Laut MI6, einer von Volkovs Informationskurieren. Er hat für morgen Abend eine Übergabe mit Volkov vereinbart. Wir gelangen mit der U-Bahn nach Ost-Berlin. Eine verlassene Haltestelle auf der anderen Seite der Mauer ist unser Zugangspunkt. Wir beobachten Kraus, sobald er die Stadt betritt. Wenn Volkov sich blicken lässt, wird er getötet oder festgenommen. Wo sind meine Brötchen, Mutter? Edgar, der hintere Wagen ist leer. Wir können loslegen. Das waren noch Zeiten. Einfach im Zug rauchen, ne? Und die Kippe vom Boden ausdrücken. Sobald der Zug abbremst, springen wir beide ab. Park, Lazar, ihr fahrt noch weiter. Alles klar, Chef. Bell und ich finden Kraus. Okay. Der Zug bremst ab. An die Arbeit. Okay, und los geht's. Nein, Mann! Alter! Boah, Junge, tut doch bestimmt voll weh. Vorsicht. Ostdeutsche Wachen patrouillieren noch diese verlassenen Stationen. Patrouille voraus. Wir können den Zug nutzen, um vorbeizuschauen. Oh shit! Bewegung auf dem Bahnsteig. Ich komme hier nicht. So. Wie vorsichtig, Mann! Das war doch nichts mit vorsichtig! Ach, ich hab'n... Oh Mann, Alter. Rein da, komm, schnell. So. Hier entlang. Hier geht es raus. Dann hoch, ne? Ja, öffnen. Ich arbeite für die Bahn. Ich suche eben meinen Ausweis. Das ist Sperrgebiet. Sie sind verhaftet. Runter auf den Boden. Halt, halt, halt. Beruhigen Sie sich. Wir finden da doch sicher eine Lösung. Hier. Jetzt. Was zum... Sehr gut. Machen wir hier sauber. Ja, machen wir auf jeden Fall sauber. Sollte bald am Kontrollpunkt sein. Gehen wir rauf aufs Dach. Dach hört sich immer gut an. Lazar, sind fast in Position. Verstanden. Na los, hier lang. Vorsicht, Scheinwerfer.
Renn doch schneller, Mann! Eins muss man ihnen lassen. Abriegeln können sie. Ja. Was anderes? Wo bist du hier? Hä? Ah ja, da oben. Behalte den Kontrollpunkt im Auge. Kraus kann jeden Moment dort sein. Such Kraus mit deiner Kamera. Verdammt! Kontrollen sind noch schärfer als sonst. Wenn sie Kraus festhalten, verpasst er sein Treffen mit Volkov. Beim Kontrollpunkt. Der mit dem Aktenkoffer. Ist er das? Gute Arbeit. Das ist er. Das ist Kraus. Ja. Alles klar. Sorry. Angeblich trifft Kraus Volkov in der Kneipe über die Straße. Hudsons Informantin ist drin. Hat einen blauen Schirm bei sich. Ich behalte die Straße im Auge. Da-da-da-da-da! Geh zum Treffen in der Kneipe. Guten Tag. Hallo? Bell, finde die Informantin. Hab's gefunden. Wie schön, dass Sie es geschafft haben. Kraus ist am Tisch über meine rechte Schulter. Gesehen. Guten Abend, mein Herr. Was darf ich Ihnen bringen? Eine Berliner Weiße, bitte. Ich verstehe laut und deutlich. Also warten wir auf Volkov. Hudson hat nicht viel verraten. Sie sind hinter Volkov her? Berliner Weiße. Wie lange wird Volkov in Berlin sein? Wer weiß. Man ist wie ein Geist. Ich schätze nicht mehr als einen Tag. Die Polizei ist heute Abend ziemlich präsent, oder? Einer meiner Informanten wurde bei einer Durchsuchung zwei Blocks von hier festgenommen. Die Stasi wird annehmen, dass weitere in der Nähe sind. Oh Mann. Ich bitte Sie um einen Gefallen. Er wird der Folter nicht lange standhalten. Wir müssen ihn retten. Oder ausschalten. Sie finden ihn hier. Ich werde sehen, was ich machen kann. Dankeschön. Achtung, Bell. Ich glaube, Volkov kommt rein. Wo ist Volkov? Was ist ihm gefallen? Sie nach Hause und warten Sie auf uns. Anruf. Ort und Zeit werden neu bestimmt. Wir kümmern uns um ihren Schatten. Okay. Bell, wir haben Ärger. Zwei Stasi-Leute gehen rein. Raus da, sofort! Verdammt. Gehen Sie durch die Toiletten. Ich halte Sie auf. Ganz unbemerkt. Team, neuer Plan. Wir treffen uns bei Kraus. Toilette, Toilette. Er bleibt unser Ticket zu Volkov. Da ist ein Spiegel. Da kann man durchgehen. Hören Sie mich? Machen Sie die Tür auf! Das können wir doch am besten. Ich brauche mehr Zeit. Triff
Plazar und Park ohne mich. Ich melde mich, wenn ich kann. Wir waren auf dem Heimweg. Und Sie? Ich glaube, wenn nach meinem Freund, wir haben jetzt noch zu viel in der Kneipe. Sie beide, Ihre Papiere. Schon gut, schon gut. Ich muss noch ein Schloss knacken. Sie können meine Wohnung von hier aus sehen. Ich frage nicht noch einmal. Alles klar. So, das Ding. Vorsicht, Bell. Die Stasi ist überall. Ich tue Ihnen nichts. Ich möchte nur ein paar Fragen stellen. Ist hier los? Überall die Bullerei immer. Ich meine, die Stasi. Triff mich im Gebäude gegenüber deiner jetzigen Position. Errege kein Aufsehen, wir haben schon genug Ärger. Ja. Die Frage ist, wie komme ich da hin? Hatte nichts gehört, das ist eine andere Frage. Ich habe gar nichts versucht. Oh shit. Oh shit. Park, wie ist die Lage? Ich bin in einem Laden gegenüber von Kraus Wohnung. Er kam gerade nach Hause. Und du dann zu Hause? Die Stasi sucht das Gebiet ab. Ich muss mich versteckt halten. Ich stoße dazu, sobald es sicher ist. Bell, geh sofort zu Park und Lazar. Ende. Alter! Kommen wir hier durch? Nein. Dann da. So. Sehr gut. Glaub nicht, dass dich wer gesehen hat. Folge mir. Sei still, sonst pfeifen uns die Anwohner noch. Mach doch nichts. Ich bin noch ganz leise. Im Elektrogeschäft direkt gegenüber von Kraus Wohnung. Alles klar. Ich wollte ein Würstchen aus dem Braunbär mitbringen. Aber die haben schon geschlossen. Oh, wie schade. Park ist gleich voraus. Das kann nicht gut ausgehen, hör mal. Wohnhaus gehalten, aber ich konnte nicht sehen. Moment. Kraus telefoniert gerade. Ja, Augen auf Kraus. Der
Was denkst du, Lazar? Klingt, als ob Volkov Kraus Aktenkoffer will. Mit einem Peilsender führt er uns direkt zu Volkov. Einer von uns kann sich in Kraus' Wohnung schleichen. Ihm und seiner Frau aus dem Weg zu gehen, wird schwieriger. Bell übernimmt. Während er dabei ist, sehe ich mich draußen um nach. Ich hab mich gesehen. Park, beobachte du uns von hier aus. Ich zeig dir meine Schokoladenseite. Oh. Oh, 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 oh. Aua! Ach Mann, oh. Alter, das wird schwer. Ach, scheiß da drauf. Wir haben eine Mission zu erledigen, Mann. Ist das ein Bulle? Die Stasi hält jeden an. Sei vorsichtig. Sollten nachts nicht alleine unterwegs sein. Bill, ich habe Kraus in ein Buch schreiben sehen. Versuch es zu finden. Bill, wenn Kraus oder seine Frau dich sehen, ist die Mission vorbei. Du kannst seine Frau betäuben, wenn nötig. Aber Kraus muss zu diesem Treffen gehen. Ich rufe gleich bei Kraus an. Halt dich bereit, hineinzugehen. Dann mit einem Doppelkolben-Ding, Alter. Ja, oh. Hier gibt es keine Freya. Ja. Ada, suchst du mir meinen Schirm? Ich gehe in ein paar Minuten. Ja, Franz, er ist hier im Wohnzimmer. Ich lege ihn neben die Tür. Mama, ich finde meine Decke nicht. Ich bin in ein paar Minuten oben, Wilhelm. Scheiße, wir haben das Kind übersehen. Ist er jetzt nach oben gegangen oder nach unten? Ach, die sitzt da, Alter. Ich komm gleich rauf. Lass dich nicht von Kraus entdecken. Ich verliere Kraus immer aus den Augen, wenn er in das Zimmer geht. Sieh dich um. Verdammte Scheiße, wo ist er denn? Papa, bist du da? Nein. Hier ist kein Aktenkoffer. Da vielleicht.
Okay. Jetzt hat sie keinen Aktenkoffer. Doch, da ist einer. Bell, hast du den Aktenkoffer gefunden? Ja, habe ich. Es gibt Atombomben. Aufnahmen. Süchtig. Perseus sucht ihn schon lange. Dann werden Sie Perseus sagen, dass ich ihn erwischt habe? Und Greta Keller haben wir auch. Ihr Kollege hat sie verpfiffen. Du feiges Stück Scheiße. Tut mir leid, Greta. Der KGB hat tiefere Taschen. Ah, endlich. Perseus hat ein hohes Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Weißt du was? Leck mir am Arschloch. Du Arschloch. Oh nee, 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 nee. Wir machen mir das leicht. Du willst nicht, dass ich mein Spielzeug auspacke. Ich frage nochmal. Für wen arbeitest du? Gegenfrage. Wie lange arbeitest du schon für Perseus? Deine Fragen sind mir echt egal. Deine auch. Ich wurde geschickt, um dich umzubringen, du Arschloch. Oh shit! Ich könnte dich wahrscheinlich gebrauchen. Aber du bist beschädigte Ware. Nur das Grab kann in den Buckligen heilen. Ich sichere den Koffer. Schnapp Volkov. Vielen Dank für die Blumen. Unterwegs. Granata Poshwa. Shit. So. Ich muss nachladen. Erledigt. Sagen, machst du dich bumm oder was? Oh shit. Tja. Das war das Richtige.
Einer von Perseus Leuten weniger. Ich wollte ihn lebend. Der MI6 hätte so viel aus ihm rausholen können. Dumm gelaufen. Ja. Und jetzt verschwinden wir aus Ost-Berlin. Ich wollte es auch nicht, aber ich habe ihnen gesagt, ich bin da, um ihn zu töten. Volkovs Informationen bestätigen unsere schlimmsten Befürchtungen. Perseus hat eine Atombombe durch Ost-Berlin geschmuggelt. Das ist noch nicht gesichert. Er hat sie, da bin ich sicher. Wir haben in Volkovs Daten verschlüsselte Koordinaten für eine unbesiedelte Region in der ukrainischen Sowjetrepublik gefunden. Ein Überflug zeigte das hier. Ich will genau wissen, was in diesem Gebäude vor sich geht. Wir brauchen die anderen. Mason und Woods stoßen aus Kiew zu uns. Well, du steigst mit Woods hier ein. Mason und ich kümmern uns um die Evakuierung. Park sitzt am Funkgerät. Wir kennen weder Truppenstärke noch Ausrüstung. Handelt nach eigenem Ermessen, falls es zum Kontakt kommt. Werfen wir einen Blick hinter dem eisernen Vorhang. Über Blut, Schweiß und Tränen zu, habe die Ehre, Lu, denn reine Serie, Mut, Fleiß, Gebete bin zu, meist benebelt und du weißt, weil eben die Crew meiner Armee ist und deine Gruppe zersehen.